Hogwarts Legacy war heiß erwartet und dann zum Release auch noch richtig gut. Kein Wunder also, dass das Open-World-Abenteuer ein Wahnsinnserfolg wurde und sich bislang schon mehr als 15 Millionen Mal verkauft hat. Und bei den Zahlen fehlt sogar noch die Switch-Version, die ja noch ansteht. Es ist bei so einem Erfolg also auch ohne offizielle Ankündigung ziemlich klar, dass ein Nachfolger kommen wird. Warner Brothers wäre ja verrückt, das nicht als Sprungbrett für eine langlebige Hogwarts-Reihe zu nutzen. Und auch Jobangebote von Entwickler Avalanche Software deuten klar in Richtung Fortsetzung. Doch was sollte das nächste Spiel eigentlich inhaltlich bieten? Und welche Features wurden beim Original gestrichen, die dann in der Fortsetzung endlich auftauchen könnten? Wir haben uns mal einen Überblick verschafft, was bei Teil 1 fehlte, was nicht ganz so rund lief und vor allem, was Hogwarts Legacy 2 bieten sollte. Hogwarts Legacy funktioniert als Open-World-Spiel im Harry Potter-Universum verdammt gut, weil die Gefechte mit den vielen kombinierbaren Zaubersprüchen herausfordernd sind, die Welt mit vielen Belohnungen lockt und kein anderes Spiel das Setting so gut einfängt. Aber ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich bei der Ankündigung noch etwas mehr Rollenspiel in und rund um Hogwarts gewünscht hat. Also weniger nur einer recht geradlinigen Kampagne folgen und vielmehr ein einfacher Schüler an der Zauberschule sein. Und zwar von der ersten Klasse an. Klar, aus Gameplay-Sicht ergibt es Sinn, dass man direkt in der 5. Klasse einsteigt, so hat man Zugriff auf mehr Sprüche und kann gefährlichere Abenteuer an spannenden Orten erleben. Erstklässler dürfen ja beispielsweise nicht mal nach Hogsmeade, aber es ist schon schade, dass das grundlegende Schulleben etwas weniger Platz einnimmt, als es könnte. Es gibt immer mal wieder kleine Unterrichtsstunden, aber was ist mit richtigen Abschlussprüfungen, mit Hauspunkten, kurzum, mit einem richtigen Schulleben? Vielleicht kann Teil 2 hier etwas nachbessern, denn mehr Rollenspielelemente waren ja durchaus schon für den ersten Teil geplant, wurden dann aber während der Entwicklung gestrichen. So sollte es etwa ein Reputations- und ein richtiges Hauspunktesystem geben. Wer verbotene Sprüche einsetzt, hätte beispielsweise Hauspunkte verloren. Eine gute Idee, zumindest zum Teil. In der Community gibt es zu Recht Bedenken daran, weil das System eigentlich auch den Explosionszauber Confringo bestrafen müsste. Und der ist im Spiel nun einmal deutlich nützlicher als etwa der Incendio-Zauber. Zudem hätte man noch andere Sprüche entschärfen müssen. Im Programmcode wurden andererseits auch noch Zauber entdeckt, die wir im Spiel gar nicht nutzen können. Darunter ein weiterer mächtiger Feuerzauber, aber auch ein Wasserspruch und Accio Maxima, mit dem wir wirklich alles zu uns rufen können, wie damals Harry seinen Besen. Accio Firebolt! Probleme beim Balancing könnte dem Reputationssystem und einigen mächtigen Zaubern das Genick gebrochen haben. Dennoch wären zumindest Hauspunkte eine tolle Ergänzung für Hogwarts 2. Und hey, den Pokal gibt's ja sogar schon, aber es würde die Welt ungemein bereichern, wenn es zu jedem Zeitpunkt eine richtige Fallhöhe für mein Handeln gäbe. Eben durch richtigen Punktabzug, anstatt dass ich fast ohne Konsequenzen alles mit verbotenen Sprüchen wegballern kann. Vielleicht solltest du besser aufpassen. Aber auch ein richtiges Moralsystem à la Mass Effect war angedacht und hätte mit diesen ebenfalls gestrichenen Inhalten wirklich spannend werden können. Unterricht schwänzen, Klassenclown werden, Verbrechen begehen, mobben oder sich gegen Mobber stellen, einfach nur Magie studieren, tratschen und sich betrinken. Das war alles geplant. Und so wäre Hogwarts auch deutlich näher an einem richtigen Rollenspiel dran. Das könnte Hogwarts Legacy 2 aber wieder aufgreifen und gerade im Hinblick aufs Moralsystem auch direkt spannendere Quests bauen. Durch Entscheidungen wären mehr Wendungen und interessante Storyverzweigungen möglich, weil es dann viel wichtiger ist, wie wir in der Welt agieren und wir mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben müssen. Und wenn wir schon bei den Quests sind, Teil 2 darf gerne die Begleiter mehr einbinden. Die sind ja in Teil 1 oft nur schmuckes Beiwerk. Warum nicht in Richtung Mass Effect gehen und echte Bindungen zu den Mitschülern aufbauen? Auch da würde das Moralsystem sehr helfen. Zusätzlich wünschen wir uns mehr Rätsel in und weniger neben den Quests. Die besten Missionen sind die, wo Kämpfe, Puzzles und Story sich angenehm abwechseln. Das ist aber selbst in den Hauptmissionen nicht immer der Fall. Oh, und im gleichen Atemzug kann Avalanche dann eine Lösung für scheinbar langweilige Orte finden. Ihr wisst schon, ihr erkundet die Welt, denkt, dass dieses Schloss super spannend wirkt, nur um dann nichts zu finden. Beziehungsweise erst mit einer Hauptmission dort reinzukommen. Da könnten zum Beispiel Zufallsbegegnungen sehr helfen. Dann wissen wir zumindest, dass wir hier nicht umsonst waren. Da könnten sich die Entwickler sicher auch ein paar Kniffe bei Red Dead Redemption 2 abschauen. Zu guter Letzt muss der Unterricht besser werden. Aktuell dienen die Schulstunden nur als Tutorial für neue Zaubersprüche. Danach absolviert ihr das Fach nie wieder.
warum eigentlich nicht? Warum nicht, wie beispielsweise in Persona 5, an kleinen Sequenzen teilnehmen, Fragen beantworten, wirklich etwas lernen und dann letztendlich einen Test schreiben? Natürlich optional für alle Lernwilligen, nicht jeder hat Lust, noch einmal die Schulbank zu drücken. Aber die Vielfalt der Fächer kann sich die Reihe noch mehr zunutze machen. Warum nicht kleine Abenteuertests wie in den alten Harry Potter Spielen, die über die gesamte Kampagne dann immer härtere Kurse bieten? Es gibt sicher gute Gründe, warum Entwickler Avalanche Software sich dagegen entschied, diese ganzen Elemente schon ins erste Spiel einzubauen. Dennoch wünschen wir uns für ein zweites Hogwarts Legacy mehr solcher Möglichkeiten und Gameplay-Systeme, damit wir eben nicht mehr nur von einem Hotspot zum anderen gehen. Oder fliegen. Die gesamte Welt könnte dadurch mehr Tiefgang bekommen, weil unser Handeln mehr Konsequenzen hat und auch der Wiederspielwert würde davon profitieren. Halt! Woher wissen Sie von dem Buch? Und dass darin Seiten fehlen? Aber selbst wenn das Spielgerüst von Hogwarts 2 im Kern eher sehr nah am ersten Teil bleibt, haben wir eine Menge neuer Ideen und Wünsche für den Nachfolger. Darunter eine ganze Reihe an neuen Mechaniken, manche größer, manche kleiner. Das naheliegendste ist Quidditch. Ja, es kommt mit Harry Potter Quidditch Champions noch ein komplett eigenständiges Spiel um den Besensport, aber zum einen ist in Hogwarts ja grundlegend alles für die Zauberschau am Himmel enthalten, also Besen, Snitch und Spielfeld. Zum anderen fehlt es an sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für den Besen. Ja, als Transportmittel ist er natürlich sehr nützlich, aber warum rüsten wir ihn auf, nur um dann durch diese etwas öden Rennen oder Balance zu fliegen? Da geht doch noch mehr, die Film- und Buchvorlage zeigt es doch. Wunderbar. Ein neues Hogwarts Legacy braucht natürlich auch neue Locations. Es gibt zwar schon jetzt ein gewaltiges Umland mit Ortschaften, die wir hier zum ersten Mal wirklich besuchen können, aber was ist mit den anderen bekannten Gebieten aus der Vorlage? Konkreter, ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy sollte mehr als nur den kleinen Gringotts-Ausflug zu Beginn oder den optionalen Azkaban-Besuch bieten. Die Winkelgasse muss ein Teil des Spiels werden und wenn es nur für einen besonders imposanten Anfang ist. Einfach durch den tropfenden Kessel zu wandern, die Steine zur Seite zu schieben, die vielen Läden wie Flourish and Blotts oder Ollivanders selbst zu durchstöbern, das muss schon sein. Und natürlich bietet sich auch der Bahnhof King's Cross oder das Zaubereiministerium an. Hier würde dann sogar die richtige Einbindung des Hogwarts-Expresses gut passen. Irgendwie muss unsere Hexe oder unser Zauberer ja von London in die Schule kommen. Und an Bord könnte es gleich mit einer neuen Sammelaufgabe losgehen. Ja, davon gibt es eigentlich schon genug, aber warum sammeln wir da eigentlich nicht die berühmten Hexen- und Zaubererkarten? Selbst weit vor Harry Potter gab es genügend Helden und Schurken in der Wizarding World. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Apropos Schurken, die Idee von mehr Rollenspielmechaniken stand ja bereits im Raum und wird im Nachfolger hoffentlich umgesetzt. Hogwarts Legacy 2 könnte das aber sogar noch richtig auf die Spitze treiben und Animagi oder Werwölfe einführen. Ganz wie in The Elder Scrolls würden diese Zustände mit gewissen Vorteilen daherkommen. Aber eben auch mit einer Menge Nachteilen. Damit sich die Verwandlungen in den Rest des Spiels gut einfügen, müsste Avalanche aber an einigen Schrauben drehen. Könnte ja auch nervig werden, wenn wir auf den Vollmond warten müssen oder uns ungewollt in der Nacht verwandeln. Und wenn nicht unsere Spielfigur sich verändert, dann doch immerhin die Gegner. In Hogwarts Legacy geht es fast schon absurd oft gegen diverse Spinnen ins Gefecht. Hier muss Teil 2 mehr Abwechslung bieten. Warum nicht gleich Dementoren? Die tauchen immerhin schon im kurzen Azkaban-Besuch auf. Außerdem könnte Hogwarts 2 dann gleich den Expecto Patronus-Zauber einführen. Expecto Patronus! Weitere neue Feinde könnten Wichtel, Riesen, Wähler, Drachen oder Sphinxe sein. Da wir diese Kreatur nicht immer einfach wegzaubern können, könnte sogar das Gameplay variantenreicher werden. Man denke an eine Sphinx, die erst ein knackiges Rätsel stellt, was auch wieder prima zu Hogwarts Legacy und seinen vielen Puzzlen passen würde. Ein bisschen weniger aufwendig wären ein paar neue Modi. Zunächst einmal der mittlerweile eigentlich fast schon standardmäßige Fotomodus. Der würde dem Spiel gut stehen, da die Welt von seiner besonderen Architektur lebt. Warum es die Funktion bis heute nicht gibt, ist ohnehin ein Rätsel. Im gleichen Atemzug wünschen wir uns einen VR-Modus. Der ist zwar längst nicht so verbreitet wie ein Fotomodus, aber aus genau denselben Gründen stände er dem Spiel unglaublich gut. Hogwarts und die Umlande in Virtual Reality erlebbar zu machen, wäre grandios. Das zeigen ja bereits die Mods für den ersten Teil, die zumindest inoffiziellen VR-Support einbauen. Und gerade für Sonys PlayStation VR 2 wäre so eine Version sicherlich ein spannendes Verkaufsargument. Aber auch ohne Virtual Reality wäre eine optionale Ego-Perspektive ein Knaller. Gerade beim Erkunden von Hogwarts haben wir uns jetzt schon so oft gewünscht, die Schule wirklich mal so zu sehen, wie es die Schüler tun, also aus der First-Person-Ansicht.
Ein anderer ganz großer Wunsch für das nächste Open World Hogwarts ist natürlich ein Koop-Modus. Endlich könnten wir die Puzzles im Team lösen, genau wie in der Vorlage. Es könnte ja sogar Rätsel geben, die je nach Anzahl der Spieler etwas anders gelöst werden. Und natürlich wäre Koop beim Erkunden der Welt oder bei den Kämpfen auch eine tolle Ergänzung. Das würde selbst mit einer eher geradlinigen Kampagne wie die des ersten Teils einwandfrei funktionieren. Egal ob Hogwarts 2 nun mehr Rollenspiel wird oder nicht, die Koop-Option wäre eine spaßige Ergänzung. Neben diesen Modi gäbe es auch noch deutlich simplere neue Mechaniken, die wir in Teil 1 schmerzlich vermissen und deshalb in der Fortsetzung unbedingt drin haben wollen. Beispielsweise eine Option, ausgewählte Quests wiederholen zu können oder ein New Game Plus Modus und ein User Interface, das die ganzen Anzeigen dynamisch ein- und ausblendet. Vor allem letzteres würde das Erkunden der markanten Orte noch zauberhafter machen. The Witcher 3 hat ja mit dem Update auf die Next Gen Edition vor ein paar Monaten sehr gut gezeigt, wie man das Interface dynamisch macht und trotzdem immer den Überblick behält. Vor allem bei den Komfortfunktionen gibt es aber auch sonst noch einigen Nachholbedarf. Fangen wir mit dem Inventar an. Zunächst einmal muss das deutlich größer ausfallen. In Teil 1 sammeln wir viel zu schnell nichts mehr ein, weil die wenigen Plätze schon voll sind und wir erst nach und nach Inventarerweiterungen freischalten. Der ständige Platzmangel nervt schnell, besonders wenn man gerade in einer Quest unterwegs ist und vielleicht gute Items wegwerfen muss, nur weil man nicht oft genug zum Händler gerannt ist und die überflüssigen Klamotten verkauft hat. Mit einem größeren oder sogar unendlich großen Inventar gäbe es das Problem gar nicht mehr und wir würden uns massiv Zeit und Nerven ersparen. Also Hogwarts Legacy 2, du weißt schon, was du zu tun hast. Verstanden, Professor. Und dann kann das Spiel auch gleich das Verkaufen an sich entschlacken. Es würde extrem helfen, wenn man einfach mehrere Items markieren und dann auf einen Schlag verkaufen könnte. Die nächste Baustelle bringt uns zur Steuerung. Die Gefechte mit den Zauberstäben machen ja wirklich eine Menge Laune und bieten viel Spielraum für Kombinationen. Wir schleudern Gegenstände in die Luft, ziehen sie zu uns ran, zünden sie an und schleudern sie dann auf den Gegner. Großer Spaß. Aber das System hat einen entscheidenden Nachteil: die Zauberdiamanten-Slots. Wir haben 4x4 Plätze frei, die wir mit Sprüchen belegen. Im Gefecht wechseln wir dann zwischen den Möglichkeiten hin und her. Falls wir einen Zauber brauchen, der nicht auf einem dieser Slots ist, müssen wir das Spiel pausieren und die Slots im Menü anpassen. Das ist hakelig und bremst aus. Warum gibt es nicht etwa richtige Sets, die wir abspeichern und bei Bedarf aufrufen können? Warum können wir nicht ohne Menü alle Sprüche durchwechseln? Kurzum, es muss eine bessere Möglichkeit geben, alle Sprüche abrufbereit zu machen. Gleiches gilt für Outfits. Es gibt so viele Kombinationen und Möglichkeiten, zumindest eine Handvoll fester Outfits sollten wir speichern können. Und wo wir schon beim Speichern sind, warum gibt es nur so wenige Spielstände? Das sollte wirklich kein Problem sein, bei einem weiteren Teil aufzustocken. Ein paar Ideen für ein angenehmeres Spielerlebnis haben wir auch noch. Zum einen muss Avalanche dringend die Besensteuerung überarbeiten. Es ist nicht so, dass sie nicht funktioniert, es ist eher das Zusammenspiel von Kamera und Steuerung, das Probleme bereitet. Machen wir es kurz, die Kamera muss die ganze Zeit hinter der Figur bleiben, sonst passiert sowas hier. Zudem wäre es sehr angenehm, wenn wir schneller zum Raum der Wünsche kommen würden. Erst auf die Karte, dann den Raum auswählen. Vor allem, weil wir dort regelmäßig Tränke brauen, wäre eine noch kürzere Lösung sehr willkommen. Im selben Atemzug könnten die Schlösser schneller aufspringen. Das Minispiel für den Alohomora-Zauber ist nett, aber auf Dauer sehr nervig. Kann man also entweder streichen oder entschlacken. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man immer nur noch die Schlösser auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad manuell knacken muss, während die Schlösser auf der Stufe 1 und 2 dann automatisch aufgehen, sobald wir den Zauber aufgelevelt haben. In Sachen Zugänglichkeit wäre außerdem eine Option nützlich, mit der wir die gesprochene Sprache unabhängig von der der Texte einstellen können und so beispielsweise englisches Voice-Over und deutsche Untertitel bekommen. Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Übrig bleiben noch Kleinigkeiten, die für sich genommen nach wenig klingen, die Welt aber ungemein bereichern würden. Zum Beispiel, warum liegen wir nicht im Bett, wenn wir schlafen? Selbst wenn wir im Schlafzimmer sind, wacht unser Zauberer immer auf dem Boden auf. Warum? Warum kann man sich nicht einfach überall hinsetzen? Ein Gothic hat bereits Anfang der 2000er gezeigt, dass solch scheinbar unwichtigen Aktionen sehr viel Atmosphäre erzeugen können. Auf der technischen Seite wären zudem mehr Raytracing-Optionen auf den Konsolen super. Also, dass man etwa nur Reflexion einstellen könnte, dafür aber auch etwas mehr Bilder pro Sekunde bekommt. Und auf dem PC darf Hogwarts Legacy 2 gerne einfach von Anfang an besser laufen. Oh gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Das sind unsere und zum Teil ja auch Avalanches Ideen, die wir in einem zweiten Hogwarts Legacy gerne sehen würden. Was wünscht ihr euch für einen Nachfolger? Haben wir etwas vergessen? Schreibt es uns. Außerdem könnt ihr bei den Kollegen von GameStar Talk noch ein bisschen mehr über das ehemalige Sorgenkind Hogwarts Legacy hören. Link in der Beschreibung.